Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk, zum letzten Teil der nackten Kanone-Reihe. Wir reden über nackte Kanone 33, ein Drittel. Und wie ich den fand, verrate ich euch natürlich nach dem Trailer. When law-abiding citizens are forced to live in fear, we look for protection to one man. Lieutenant Frank Drebin is back. This time, he's going undercover in the big house. Where's your prison number? It's unlisted. And playing the deadliest game of all. Let that blue! Now go get your head out of my pocket! But police squad desperately needs him back. Because a mad bomber is about to blow up Hollywood's biggest bash. And if anyone can stop him, so can Frank. Hold on. Sergeant Frank Drebin, Detective Lieutenant Police Squad. Yeah, and I'm Robert De Niro. Mr. De Niro, we've got to get inside. Thank you. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to present the... We're here to prevent a disaster. You're too late for that. That's the guy! Starring Leslie Nielsen as Lieutenant Frank Drebin. Priscilla Presley as Jane. Nicole Smith as Tanya, Fred Ward as Rocco. Freeze and nobody gets hurt. Well, from now on. Anna Nicole Smith as Tanya, George Kennedy as Ed, O.J. Simpson as Nordberg, and introducing Anna Nicole Smith as Tanya. Have you seen my pigeon? Naked Gun 33 and a third. The final insult. The movie that hits crime where it hurts. This picture contains mostly all new jokes. May play slightly funnier east of the Rockies. In die nackte Kanone 33, ein Drittel, geht es natürlich um Frank Drebin, der seine Dienstwaffe an den Nagel gehängt hat. Er ist mittlerweile im Ruhestand und er wird dann aber irgendwann wieder dahergeholt, um ein Bösewichtspärchen bzw. seine Mutter und sein Sohn handfest hinter Gittern zu bringen oder hinter Gittern zu lassen. Deswegen begibt sich Frank Drebin in, undercover, um diese von innen zu besiegen. Aber das funktioniert nicht ganz, denn irgendwann steht aus Versehen ein Attentat an auf die Oscars. Das ist die Geschichte in die nackte Kanone 33, ein Drittel, der damit damals geworben hat. Ich bin natürlich nicht so alt, ich habe das gelesen. Ich bin 27, von daher, ich bin noch nicht so alt, dass der Film sehr viel damit geworben hat, dass er viele neue Gags bietet. Und ich finde, dass die nackte Kanone 33, ein Drittel, definitiv schon mal besser anfängt als sein direkter Vorgänger, aber immer noch deutlich schwächer ist als sein großartiger erster Teil. Man schafft es einfach hier nie, die Qualitäten des Originals wieder einzufangen, egal was man macht. Die Gagdichte ist definitiv höher als bei seinem Vorgänger. Das muss man halt auch einfach sagen. Ich finde auch, dass Leslie Nielsen hier wieder einen königlichen Spaß hat und auch sichtlich mehr Spaß hat als an den Gags, die hier in diesem Film verbaut werden, als in dem vorher. Und diese ganze Undercover-Thematik, finde ich, passt auch ganz gut zu ihm, weil man ihm dann ansieht, okay, er hat selber mit sich selbst zu kämpfen und auch irgendwie damit zu kämpfen, dass er doch ziemlich tollpatschig ist. Und irgendwie mag ich das Ganze. Ich mag auch am Ende dieses ganze Finale bei den Oscars, was echt ganz witzig inszeniert ist, wo wir auch immer wieder ganz viele Nebencharaktere, beziehungsweise nicht Nebencharaktere, sondern Easter Eggs haben, auf die man auch erstmal achten muss. Und ich finde, dass der Film definitiv seine Gags hat, die nicht funktionieren wollen. Gerade sobald Frank Drebin anfängt, in Undercover zu gehen, wo es dann auch darum geht, dass er sich in der Dusche bücken muss. Es gibt auch einen transfeindlichen Gag, den ich echt daneben finde. Der wird mittlerweile ja im Fernsehen immer rausgeschnitten, was ich absolut verständlich finde.
Aber ich muss halt sagen, ich mag den Film wesentlich lieber als seinen direkten Vorgänger. Weil die Gagdichte halt einfach höher ist und weil Leslie Nielsen irgendwie gefühlt ein bisschen mehr Spaß noch hat als im direkten Vorgänger. Ist es so gut wie das Original? Auf gar keinen Fall, da kommt er nicht mal im Ansatz hin. Aber zumindest haben sie für den letzten Film nochmal versucht, näher an die Qualität des Originals heranzureichen. Die nackte Kanone 33, ein Drittel, bekommt daher von mir 7 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr den Film gesehen? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bei mir fängt es gerade an, richtig hart zu regnen. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr in der Tonaufnahme. Es tut mir leid, wenn doch, dann ich kann ja nichts am Wetter. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.